Hey Leute, Neostrix hier und heute zeige ich euch, wie ihr ein automatisches Lager bauen könnt für nicht stackbare Items mit der Hilfe von Allays. Und damit viel Spaß beim Video. Hier seht ihr einmal, welche Materialien ihr braucht. Hierbei erkläre ich einmal ganz kurz, wo ihr Ausnahmen machen könnt, wo ihr andere Sachen verwenden könnt und was nicht wichtig zu beachten für euch ist. Erstens hier von den 54 Brick Deep Slate Dingern. Da könnt ihr auch alle anderen Blöcke verwenden, irgendwie Erde oder Stein, das sind einfach nur Baublöcke. Wichtig ist, dass diese Blöcke Redstone leiten können. Hier bei der Slab, da könnt ihr auch zum Beispiel Glas benutzen, das würde auch gehen, oder eine andere Slab Art. Und hier bei den Cobblestone Blöcken ist einfach nur wichtig, dass ihr hier 64-fach stackbare Items nehmt, die ihr günstig irgendwo herbekommt. Ihr könnt auch einfach 12 Erde oder so nehmen. Und für die Skulk Vines hier gilt, da könnt ihr auch zum Beispiel Glowlight oder so nehmen, aber ich nehme jetzt einfach mal Skulk Vines, weil ich glaube, an die kommt man ein bisschen einfacher als an die Glow Lichens. Obwohl, für beide kann man eine Farm machen, würde ich einfach mal in der Videobeschreibung verlinken und oben rechts in der Infokarte einblenden. Dann hier für den Item Frame gilt, da könnt ihr welche benutzen, müsst ihr aber nicht. Da kommt es jetzt drauf an, wie viele Items ihr einsortiert, also je nachdem, wie viele Items ihr verwendet, natürlich auch so viele Item-Frames brauchen. Dann kommen wir einmal hier zu dem Minecart und den Allays, also wie man an Allays kommt, habe ich schon mal gezeigt. Hier die Minecarts und die Allays, da braucht ihr pro Item, was ihr einsortiert, zwei von. Das heißt, wenn ihr jetzt ein Totem of Undying zum Beispiel einsortieren möchtet, dann könnt ihr das machen, indem ihr zwei Minecarts und zwei Allays benutzt. Das heißt, wenn ihr ein System baut mit 7 Items, die einsortiert werden, dann werdet ihr 14 Minecarts und 14 Allays dafür brauchen. Und bevor ich es vergesse, hier bei dem Blaueis, da könnt ihr zum Beispiel auch Packeis benutzen. Und hier für die Dropper, da ist wichtig, das sind einmal die mit diesem eckigen Mund, nicht die mit dem runden, dass man das auch geklärt hat. Wir beginnen einmal, indem wir hier auf den Boden einen temporären Block hinsetzen und obendrauf kommt ein Notenblock. Über den Notenblock kommt dann wieder ein normaler Baublock. Den Block unter dem Notenblock, den können wir jetzt wieder entfernen, der war nur dafür da, dass wir es aufbauen können. Und der Notenblock wird jetzt von einer der Seiten, kommt drauf an, wie ihr das Ganze ausrichtet, von zwei Observern beobachtet, damit ihr nicht mit dem Notenblock interagiert. Einmal hinsneaken und dann könnt ihr da auch Blöcke dran platzieren. Hinter den zweiten Observer kommt dann ein weiterer Baublock und diagonal dazu kommt dann nochmal ein weiterer Baublock nach unten. Dahinter kommt dann noch ein zweiter Baublock. Und auf diesen kommt einmal ein Verstärker und den lassen wir einfach auf der ersten Stufe, also so wie er, wenn wir ihn platzieren, eingestellt ist. Dann einmal verbinden mit zwei Redstones. Dann gehen wir einmal hier auf eine der beiden Seiten. Hier kommt es auch wieder drauf an, wie ihr das System ausrichtet, wo ihr das hinbaut und so weiter. Ich mache es jetzt einmal, wenn wir von hier auf den Notenblock schauen, auf die linke Seite. Da gehen wir einmal auf diesen Block hier und visieren den so seitlich hier an und platzieren hier einmal einen unserer Spender hin. Und hier seht ihr auch nochmal, welcher Block das genau ist. Hier einmal der mit diesem lachenden Mund, sage ich einfach mal. Dann kommt noch ein zweiter Spender auf die Gegenseite. Da könnt ihr einmal einen temporären Block zur Abhilfe nehmen, hier einfach hinsetzen und dann nochmal hier so gegenschauen und den Block hinsetzen. Das ist wichtig, denn die beiden Blöcke müssen ineinander zeigen, dass die hier die Items immer hin und her dispensen. Das ist wichtig. Als nächstes kommt dann einmal hier ein Baublock hin und hier nochmal ein Baublock. Und hinter beide Dropper setzen wir dann einmal Komperatoren. Die müssen mit diesen zwei großen Fackeln hier an die Dropper angrenzen und diese kleine einzelne, die muss wegzeigen. Dann können wir einfach hier mit einem temporären Block nochmal einen Block nach oben setzen. Den darunter entfernen wir. Das gleiche machen wir auf der Seite auch. Da können wir wieder einmal sneaken und an den Notenblock dran bauen. An die beiden Blöcke kommen dann jetzt jeweils eine Redstone-Fackel. Wenn wir die Fackeln dann platziert haben, setzen wir einmal hier einen Kolben hin, daran dann einen Zielblock, den brauchen wir einmal aus dem Inventar ganz schnell und jetzt können wir erstmal hier noch keinen Pisten hinsetzen, denn jetzt müssen erst unsere 12 Billo-Items hier in einen der Dispenser rein.
Ich lege die jetzt einfach mal hier in den linken rein. Dann nehmen wir dann unsere Billo-Items, wie gesagt, machen daraus einmal 12, legen die hier rein und jetzt seht ihr, fährt sich der eine Piston ein. Und dann nehmen wir einen zweiten Piston und setzen den hier hin. Da könnt ihr auch wieder einmal mit Sneaken das Ganze genauer platzieren. Und jetzt sollte das Ganze so aussehen. Hier vor kommt dann nochmal eine Zweierreihe an Baublöcken, wo oben drauf einmal Redstone liegt. Vor die linke Fackel kommt dann nochmal ein weiterer Baublock und auf diesen kommt unsere einzelne Antriebsschiene, also die Powered Rail, und die wird von einem Observer genau beobachtet. Können wir einmal einen temporären hier hinsetzen, setzen den Observer natürlich mit dem Gesicht hier rüber, dass das Gesicht hier auf diese Schiene schaut, und dann kommt hier oben drauf nochmal ein Block. Dann kommt jetzt die obere Hälfte des Systems, das untere ist schon mal fertig. Hier kommt jetzt einmal eine kleine 4x3 Plattform erstmal hier oben drauf, das heißt hier 3x4 lang bauen, dass das Ganze so eine Plattform bildet. Wenn die Plattform gebaut ist, kommt dann einmal hier ein Block hin, hier kommen 1, 2 und 3 Blöcke hin. Hier oben kommt dann auch nochmal ein Block drauf, an die Stelle auch nochmal einer und hier auch nochmal einer. Und jetzt brauchen wir nochmal einen unserer Dropper-Spender. Da kommt nämlich einer hier hin. Von der einen Seite lassen wir dann einmal hier einen Trichter rein zeigen. Den können wir auch einmal platzieren, indem wir uns hinsneaken, so hinducken. Einmal den Trichter hin platzieren, ansonsten würden wir hier immer ins Inventar kommen. Deswegen sneaken und dann den Trichter dran platzieren. Obendrauf kommt dann einmal eine Truhe. Da kommen dann später die Items rein, die ihr einsortieren wollt. Natürlich könnt ihr hier auch eine Trichterstraße reinführen lassen, die von irgendwo kommt. Das würde auch gehen. Dann brauchen wir nochmal unsere Sneak-Technik. Da setzen wir nämlich einmal oben auf unseren Dropper einen Block drauf. Da kommt dann nochmal eine Slab dran und nochmal ein normaler Block. Und darüber verlegen wir dann einmal Redstone bis nach hier hinten. Dann kommt einmal hier unten am Dispenser ein Komparator hin, der ganz wichtig hier wieder mit den zwei Fackeln den Dispenser überprüft, ob da Items drin sind. Dann kommt hier nochmal ein Redstone hin. Und wenn jetzt hier ein Item reingeht, sollte hier natürlich jetzt ein Signal rausgehen. Gucken wir einmal, genau, da kommt das Signal raus. Dann setzen wir einmal einen Repeater an diese Stelle und dann kommt hier hinten einmal Redstone hin, zwei Stück, um genau zu sein, und nochmal ein Komparator, ganz wichtig, der mit den zwei Fackeln hier dieses Redstone überprüft, und den einmal rechts klicken, damit der im Subtraktionsmodus ist. Dann kommt hier vorne nochmal ein Verstärker hin, den machen wir auf die maximale Stufe, das heißt dreimal rechts klicken, dass die eine Fackel hier ganz nach hinten gewandert ist. Dann kommt an diese Stelle nochmal ein Repeater hin, der in die andere Richtung zeigt und auch auf maximaler Stufe gestellt ist. Dann kommt an diese Stelle hier ein Redstone-Staub nochmal hin. Hier könnt ihr auch einen hinlegen, müsst ihr aber nicht. Dann nehmen wir etwas Glas zur Hand und dann kommt hier drüber einmal Glas. Hier kommen nochmal zwei hin und hier können wir auch nochmal drei Stück hin platzieren. Das untere können wir theoretisch sparen, obwohl, nee, das muss hier doch sein, weil hier werden später die LAs sein. Als nächstes kommt jetzt einmal das Item-Sortiersystem. Da baue ich jetzt einmal ein Modul vor und die restlichen werde ich dann einmal im Schnelldurchlauf bauen. Denn das erste, was wir jetzt einmal für das Modul machen, ist einmal, dass wir hier einen Block hinsetzen und dann kommt einmal ein Redstone-Staub drauf. Dann brauchen wir einmal einen Observer, der sich das Redstone genau anschaut und nach oben guckt. Der rote Punkt muss also nach oben zeigen. Dann nehmen wir einmal einen Baublock, der kommt auf den Observer drauf und auf diesen Baublock kommt dann einmal einer unserer Notenblöcke. Von unserem Trichter aus einmal wieder mit Sneaken unser Glas hier hinsetzen, damit das Wasser hier nicht rausfließt. Dann brauchen wir einmal an der Stelle hier einen Baublock und an die Stelle hier unter dem Baublock kommt dann einmal ein Fass. Warum keine Truhe? Ganz einfach, die Truhe könnten wir nicht öffnen, das Fass können wir noch öffnen, wenn da ein Block drauf ist. Und in das Fass lassen wir dann einmal einen Trichter zeigen. Und hier an den Notenblock kommt dann einmal eine Glow-Lichen oder eben eine unserer Skulk-Vines. Und das ist ein Modul. Es ist noch nicht ganz fertig. Hier fehlen natürlich noch die LAs. Dazu kommen wir ganz am Schluss. Aber jetzt würde ich das Ganze einmal noch bis nach hinten durchbauen. Ich würde 7 Items erstmal einsortieren lassen und dann zeige ich gleich noch, wie man das Ganze erweitern kann. Seven sound, seven sound, seven sound.
Soweit, so gut. Das ganze System ist jetzt vorbereitet. Hier fehlen noch Kleinigkeiten. Und zwar können wir einmal hier vorne unsere Item-Frames hinhängen und da dann auch später die Items reinhängen, die dann hier zu finden sind im Fass drin. Und es fehlt noch einmal der Item-Überlauf. Bevor wir jetzt aber dazu kommen, müssen wir einmal mit dem Wasser austesten. Das Ganze sollte jetzt einmal hier durchfließen und sollte hier einen Block davor stoppen. Jetzt seht ihr nämlich, warum das Ganze 7 Blöcke breit ist, dieses Filtersystem, wie ich es jetzt erstmal gebaut habe, denn das ist der Grundaufbau. Mindestens 7 Items kann man hier einsortieren, ansonsten kann man auch das Ganze anders regeln, weil für 2 oder 3 Items lohnt sich das meiner Meinung nach nicht, deswegen mindestens 7 würde ich mal sagen. Was wir noch machen müssen, einmal diesen Block hier durch einen Eisblock ersetzen und obendrauf einmal eine Vine, also entweder eine Glow-Lichen oder eine Skulk-Vine legen. Dann fehlt noch zu guter Letzt der Überfluss, wenn hier ein Item reingelangt, was hier nicht einsortiert werden kann. Dafür nehmen wir einmal hier etwas Glas zur Hand, das in der Mitte hier kommt weg. Hier unten machen wir einmal zu, wenn wir das Ganze hier soweit fertig gebaut haben. Dann können wir hier einmal ein Fass hinhängen oder eine Doppeltruhe würde auch gehen, wenn hier Glas drüber ist. Und da lassen wir einmal einen Trichter rein zeigen. Wenn dann hier ein Item durchfließt, was eben nicht einsortiert werden kann, zum Beispiel ein Trichter, der hier nichts zu suchen hat eigentlich in diesem Item-Durchfluss, dann wird er hier hinten einsortiert. Dann kommen wir jetzt mal dazu, wie wir hier Allays reinbekommen. Das ist relativ einfach. Dafür müssen wir einfach einmal nur hier über dem Wasserstrom etwas unserer Baublöcke hin platzieren als erstes. Die kommen später wieder weg. Und jetzt müssen wir mal abwechselnd die Slots befüllen. Denn wir können immer nur das Ganze erstmal so abwechselnd befüllen, dass wir erstmal hier immer mit einem Block zwischen machen. Und wenn wir dann diese Blöcke hier, also diese Slots hier befüllt haben, ändern wir das Ganze einmal ab, dass wir die, wo Allays schon drin sind, einmal mit einem Block überbauen und da, wo noch keine drin sind, machen wir einmal das Ganze frei. Dann hier hinten einmal mit Baublöcken nochmal 2 immer nach hinten dran setzen und dann brauchen wir einmal eine kleine Treppe, wo wir dann unsere Schienen hochleiten. Erstmal hier oben, wo die freien Blöcke sind, kommen immer 2 Powered Rails hin oder normale würden auch ausreichen und dann kommen hier zwischen und dann kommen hier zwischen auch nochmal Powered Rails und hier an die Stellen kommen dann einmal normale Schienen. Damit wir die Weichen umstellen können, wo wir es brauchen, einmal hier an die Stellen natürlich Hebel dran setzen. Seht ihr, da können wir die ganzen umschalten und hier zwischen auch einmal einen Hebel setzen, damit wir die ganzen Schienen auch mit Energie versorgen können. Hier haben wir auch schon mal bepowert, denn hier kommen jetzt auch einmal unsere Schienen nach unten hin, damit wir das Ganze natürlich auch hier ohne Anstrengung nach oben fahren können später. Dann kommt hier einmal eine Powered Rail nochmal hin und hier eine normale Schiene, damit wir das Ganze auch umschalten können, wenn wir es brauchen als Weiche. Dann hier 2 Powered Rails, hier machen wir einmal 5 Stück hin, dann hier nochmal 2 und hier nochmal 4 Stück. Dann kommt hier einmal in jede Ecke eine normale Schiene. Die Rails bepowern wir einmal eben, indem wir hier Hebel hinsetzen. Dann kommt hier einmal ein Zaun hin, an den wir jetzt später unsere Allays einmal anbinden. Die Allays kann man übrigens ab der 1.19.1 ganz einfach vermehren. Wie das funktioniert, habe ich auch schon mal in einem Video gezeigt. Dann brauchen wir jetzt erstmal pro Slot 2 Allays und natürlich auch 3 Items, die wir dann einsortieren möchten. Zum Beispiel nehme ich jetzt einmal 3 Totems of Undying, weil ich die in den ersten Slot einsortieren möchte. Da brauchen wir dann 3 Stück von. Und dann brauchen wir als erstes hier einmal 2 Allays, die wir hier an den Zaun erstmal anbinden und mit einem Item immer versorgen. Das heißt, dieses Allay bekommt einmal einen Totem of Undying und dieses Allay hier auch. Dann müssen wir einmal die Weichen so einstellen, dass die Allays auch da reingeliefert werden, wo wir es wollen. In dem Fall würden die Allays jetzt hier in den zweiten Slot geliefert werden, da wir das Ganze jetzt so gebaut haben. Und dann nehmen wir einmal ein Minecart und um die Allays hier reinzulocken, nehmen wir einmal das Totem of Undying in dem Fall hier. Dann wird ein Allay hier hinfliegen und sich schon mal reinsetzen. Das können wir auch schon mal umstellen und nach oben fahren lassen. Sollte dann direkt da ankommen. Weiche stellen wir direkt wieder um, wenn das Minecart weg ist. Und ihr seht, das Allay
steht jetzt hier schon mal drin. Dann brauchen wir nochmal ein zweites Minecart, wo wir das LA reinsetzen. Fliegt hin und sollte sich auch reinsetzen. In manchen Fällen passiert das nicht, weil das LA dann ein bisschen ungünstig hingeflogen ist. Jetzt hat es funktioniert. Dann warten wir einmal, bis das LA uns das Totem wieder zuwirft. Dann stellen wir die Weiche einmal um und lassen das LA hochfahren. Und dann seht ihr, jetzt haben wir hier einmal den ersten Slot fertig. Und dann können wir hier, wo die LAs dann drin sind, das Totem auch in den Item Frame reinhängen. Die Weiche stellen wir dann direkt wieder um. Und bevor wir jetzt den nächsten Slot befüllen, müssen wir hier oben auch einmal die Weiche umstellen. Und zwar ist der Slot hier ja befüllt, deswegen einmal diesen Hebel hier umlegen. Dann seht ihr, das Minecart würde dann, wenn wir es einmal ausprobieren, hier entlang fahren und hier drin landen. Das entfernen wir aber einmal, denn da ist kein LA drin. Und dann machen wir es jetzt mal zum Beispiel noch mit einem Mangrovenboot. Und dann nehmen wir wieder unsere Leinen und nehmen uns zwei LAs, die wir hier einmal anleinen. Und dann geben wir den LAs einmal unsere Mangrovenboote in die Hand, stellen hier einmal ein Minecart hin, werfen das Boot hier hin, dann sollte das LA sich reinsetzen, eins der beiden. Hat funktioniert, Weiche umstellen, hochfahren lassen, Weiche sofort wieder umstellen, dass der Kreis hier geschlossen ist. Und da ist es hier gelandet, genau, perfekt. Setzen wir hier nochmal ein Minecart hin, hier wieder das Item hinwerfen, LA setzt sich rein, wir sammeln einmal die Sachen ein, einmal die Weiche umstellen und das LA fährt hier an die Stelle, wo es hin soll. Dann auch einmal in den Item Frame wieder das Item reinhängen. Und so können wir jetzt ganz entspannt das Ganze befüllen, ohne Probleme. Und natürlich müssen wir dann immer die Weichen umstellen. Und wenn wir jetzt die ersten Slots hier befüllt haben, entfernen wir einmal die Gleise hier oben und die Hebel. Denn jetzt müssen wir einmal das Ganze ein bisschen umbauen wieder. Dann setzen wir hier, wo die LAs schon drin sind, einmal die Baublöcke drüber und entfernen da die Blöcke, wo noch keine LAs drin sind. Dann verlegen wir einmal hier wieder, wo die freien Slots sind, unsere Powered Rails. Und hier diagonal nochmal eine Powered Rail dazwischen immer. Und da, wo wir jetzt keine haben, wieder die normalen Schienen zwischen. Dann brauchen wir unsere Hebel, mit denen wir einmal das Ganze bepowern. Natürlich, wenn sich die Schienen ein bisschen umdrehen, dann wieder anders hinsetzen. Dann einmal bepowern das Ganze und da, wo wir die Schienen umstellen müssen, dass wir hier die Weichen haben, obwohl hier bei der letzten brauchen wir keinen Hebel. Und hier können wir dann einmal das Ganze wieder einstellen mit den Weichen, dass die LAs auch dahin kommen, wo sie hingehören. Und um das Ganze vom Grundaufbau jetzt erweitern zu können, die zweite Ausbaustufe wäre einmal, dass wir hier von unserem Redstone Repeater aus 15 Blöcke nach hier hinten bauen. Wir haben jetzt erstmal hier 7 Blöcke, dann können wir nochmal 8 weiter nach hinten und natürlich dann auch einmal Redstone drauflegen bis hier hinten. Wenn wir auch einmal hier beim letzten Redstone in der Reihe in F3 reingehen und einmal schauen, dann sehen wir hier bei Power steht 1. Das heißt, das Ganze ist bis zum Maximum hier hinten ausgebaut und dann ziehen wir das Ganze einfach wieder durch, bis wir hier das Ganze komplett fertig gebaut haben. Und hier von unserem Eisblock aus gehen wir dann halt wieder einmal 8 Blöcke hier nach hinten, genau passend, und ziehen auch einmal das Glas nach hier hinten durch. Ihr seht, ich habe hier das Abteil schon mal fertig gebaut, habt ihr ja vorhin schon mal gesehen. Und wenn wir jetzt einmal wieder mit unseren Skulkvines oder so hier das Ganze einmal wieder erweitern, dass hier nichts rausfließen kann, dann nehmen wir einmal einen Wassereimer und dann können wir den einfach hier hin platzieren, denn diese Glow Lichen oder eben die Skulkvine hält das auf, dass es hier zur Seite wegfließt. Und ihr seht, das Ganze fließt perfekt bis hier hinten ab. Und dann fehlen jetzt hier unten halt nur noch wieder unsere Trichter und Fässer und auch die Item Frames. Wenn wir das Ganze dann soweit wieder gebaut haben, brauchen wir hier am Schluss eigentlich nur noch wieder unseren Item Überlaufschutz. Das heißt, einmal hier wieder Glas hinsetzen, hier das Ganze nach unten verschließen. Dann setzen wir hier Truhe oder Fass hin, je nach dem einmal ein Trichter, passt perfekt. Und wenn wir das Ganze jetzt von 15 Items erweitern wollen würden, dann brauchen wir, je nachdem an welcher Stelle wir das Ganze aufhören wollen, also hier, wo das Wasser jetzt genau aufhört, brauchen wir einmal wieder ein Eis und einmal eine Skulk, Vine oder Glow Lichen, damit wir dann hier weiterbauen können. Dann können wir hier nochmal 15 entlang bauen, denn hier an der Stelle können wir jetzt kein Redstone einfach weiterleiten,
denn ihr seht, dieses Redstone hier ist nicht bepowert. Wenn wir hier einmal einen Repeater einsetzen, seht ihr, der bleibt aus. Allerdings können Observer natürlich auch Repeater beobachten. Deswegen an den letzten Redstone Dust, wo Strom drauf ist, wo Energie ankommt, da lassen wir dann einmal einen Repeater angrenzen und von da aus können wir das Ganze nochmal 15 Blöcke wieder weiterführen lassen. Und so einfach kann man das dann je nach Belieben erweitern und vergrößern. Kommen wir einmal zu unserem Funktionstest. Ihr seht, ich habe hier in diesem System einmal ein paar Netherite-Sachen einsortiert. Hier hinten hätten wir jetzt zum Beispiel auch das Boot oder das Totem of Undying. Kann ich hier einmal zeigen. Wir schmeißen hier die Items rein, die einsortiert werden. Die werden hier rausgeleitet und von den LAs hier reingeschmissen. Obwohl, hat nicht ganz funktioniert, weil die Notenblöcke hier überbaut sind. So Leute, ich habe eine ganz wichtige Sache vergessen. Ihr solltet jetzt noch eine Redstone-Fackel über haben und die ist besonders wichtig, denn die muss hier hin. Die ist dafür zuständig, dass die Notenblöcke bepowert werden und einen Ton abgeben. Ansonsten funktioniert das Ganze nicht und die LAs packen die Items nicht dahin, wo sie hin sollen. Ihr seht, da die Notenblöcke gerade bepowert wurden, wurden auch die Items, die ich bisher hier reingeschmissen hatte, einsortiert. Und wenn ich es jetzt nochmal reinschmeiße, seht ihr, werden die Items auch richtig zugeteilt. Ganz wichtige Sache. Das Design dieses Systems stammt übrigens nicht von mir, sondern von Doc Stanroad. Link zu dem Originalvideo unten in der Videobeschreibung. Ja Leute, und so einfach könnt ihr ein Lagersystem bauen, was nicht stackbare Items einsortieren kann. Mit LAs. Relativ einfach, erst seit der 1.19 möglich. Hier links blende ich dir jetzt nochmal ein Video über das LA ein. Da erkläre ich alles, wie das LA funktioniert, wie man es vermehrt und so weiter, auch wo man es findet. Gerne draufklicken. Damit würde ich sagen, wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, bis dahin und ciao Leute.